Ich bin ein bisschen krank, ihr hört es wahrscheinlich in meiner Stimme und ich gehe trotzdem arbeiten, aber meine Sportkurse lasse ich aus. Deswegen habe ich heute einen freien Vormittag, den ich mit meinem Hund kuschelnd und unproduktiv vom Computer verbringe. Und da dachte ich mir, mache ich lieber ein Video. Eigentlich wollte ich ein Video zu unserer letzten Paartherapie-Sitzung machen. Das war unsere zweite Sitzung, die mit einem Monat Abstand stattgefunden hat zur ersten, weil normalerweise haben wir zweiwöchentlichen Rhythmus, aber wir konnten dann beide nicht an dem einen Termin und mussten ihn absagen, beziehungsweise haben uns dazu entschieden, ihn abzusagen. Aber in Zukunft haben wir das in unserem Dienstplan, beziehungsweise mit unseren Zeiten einfach berücksichtigt, dass sich das hoffentlich gut ausgeht, weil einmal im Monat macht halt echt nicht so viel Sinn. Ja, also ich möchte euch von diesem Termin erzählen, von diesem zweiten und einfach, wie es mir sonst generell so geht, weil da gibt es ein paar Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich sollte mit irgendwem drüber reden, aber ich habe das Gefühl, mit meinem Umfeld mache ich das gerade irgendwie nicht so, obwohl Leute da sind, mit denen ich reden könnte, aber gerade, ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, ich kann es verbalisieren, so für mich irgendwo, aber das Aussprechen ist momentan einfach schwierig. Und dann habe ich mir auch so bewusst gemacht, wie viel es eigentlich war in letzter Zeit, und dann habe ich mir nochmal bewusst gemacht, woher ich eigentlich komme und wer ich bin und wie viel ich da dann doch irgendwie von mir erwarte und dass ich. Ich habe Sachen einfach wieder ins Verhältnis gerückt, glaube ich. Aber egal. Ich fange erstmal mit der Paartherapie-Story an, weil ich glaube, das interessiert einfach die meisten. Und wen das Gelaber danach nicht mehr interessiert, der kann dann ja einfach wegschalten. Es gibt auch wie immer Zeitmarker dann in der Infobox. Also, zur Paartherapie. Wir sind beide hingekommen, 2 Tage, glaube ich, nach einem Konflikt, den wir hatten. Und das war ein Konflikt, der für mich so war, wie ich das eigentlich noch nie erlebt habe. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr, sehr schnell seine Gefühle verbalisieren kann, teilweise schon Sekunden nach dem, was mich gestört hat oder was mich aufgebracht hat. Ich habe das Gefühl, dass ich auch sehr lange meine Gefühle quasi zurückhalten kann, damit man ein sinnvolles Gespräch führen kann und da eigentlich sehr, ich weiß nicht, kompromissbereit ist das falsche Wort, aber schon, dass ich sehr gut so ein Gespräch führen kann normalerweise, dass ich sehr lösungsorientiert bin, dass ich aber auch dem anderen zuhören kann, mir die Gefühle des anderen anhören kann und gleichzeitig auch meine gut loswerden kann. Und obwohl das gar nicht so ein großer Konflikt war, habe ich gemerkt, das war einfach bei dem Thema, es ging einfach gar nichts mehr. Ich habe mich zurückgezogen, tagelang, ich konnte mich nicht auseinandersetzen, ich konnte nicht die Sicht meines Partners hören, ich wollte meine Sicht nicht mitteilen, ich war einfach so stark in einer Vermeidung drin, wie ich das von mir nicht gekannt habe, beziehungsweise wenn dann freiwillig, dass ich sage, okay, ich will meine Energie da nicht hinstecken, weil die Beziehung ist mir das wert oder irgendwelche anderen Gründe halt einfach. Aber da war es wirklich so, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht, weil ich innerhalb von Sekunden so starke Gefühle hatte, dass ich nicht gemerkt habe, okay, ich würde die Kontrolle verlieren und das wollte ich nicht. Und dann habe ich mich zurückgezogen, um mich einfach zu schützen und um mich aus dieser Situation zu befreien. Für meinen Partner war das ganz schwierig, weil er das so auch nicht gekannt hat. Vor allem nicht in dem Schweregrad. Und er ein ganz großes Bedürfnis hatte, gehört zu werden und ich ihm das absolut nicht geben konnte. Und dann sind wir eben zu der Therapeutin gegangen und ich war so, ja, wir können da über alles reden, außer darüber, weil ich das einfach nicht kann gerade. Und er war so, er will eigentlich nur darüber reden. Und das war so die Ausgangssituation. Und ich fand, sie hat das eigentlich ganz gut gemacht, weil sie hat schon, sie war sehr vermittelnd und hat versucht, beides zu verstehen. Nein. Okay, sorry, ich hatte Tonschwierigkeiten. Also, meine Therapeutin oder unsere Therapeutin war sehr vermittelnd und sehr ruhig. Sie hat nicht Position bezogen in irgendeiner Art. Ich meine, klar, das erwartet man von einem Therapeuten auch, aber ich finde es trotzdem wichtig, zu erwähnen, falls Leute einfach bei Therapeuten sind, die, wo sie das Gefühl haben, das ist anders, dann, das ist ein eindeutig schlechtes Zeichen. Schlechter Therapeut, zumindest schlechter Therapeut für euch, auf jeden Fall wechseln. Sie hat dann einfach auch vorgeschlagen, sich diesem Thema oder grundsätzlich der Beziehung durch eine Übung anzunähern und darauf sind wir dann eigentlich eingegangen und es war halt ein Kompromiss für uns beide, weil ich habe mich quasi bereit erklärt, bis zu einem gewissen Grad zumindest darüber zu reden. Mein Partner hat sich dazu bereit erklärt, nicht direkt darüber zu reden, also nicht einfach rauszuhauen und ich muss zuhören. Ich habe auch gesagt, okay, wenn es mir wirklich zu viel wird, werde ich den Raum verlassen, einfach weil ich das nicht aushalten kann dann in dem Moment. Und ihr seht eh schon so in der Beschreibung, dass ich habe einfach gemerkt, wie wenig Ressourcen ich habe und ich konnte gerade mal verbalisieren, dass ich nicht kann, auf das bezogen, aber also es war ganz schlimm für mich, weil normalerweise kann ich über all solche Themen reden und ich mache es sogar auch irgendwo gerne, weil ich niemand bin, der Konflikt fürchtet, sondern eher dann froh ist, wenn es geklärt ist und ich immer denke, okay, aus jedem Konflikt kann man auch irgendwie mit Erfahrung und mit Stärke auch rausgehen, auch als Paar vor allem. Jedenfalls haben wir dann eine ziemlich coole Übung gemacht, also sie hat so einen ziemlich großen Stoß mit so A5 großen Bildern gehabt, so foliert, aber alles Mögliche drauf. Und wir sollten 3 bis 4 Bilder auswählen,
die über unsere Beziehung was sagen. Und das haben wir gemacht. Ich habe mir dann überlegt, ob ich das fotografieren soll. Und dachte ich mir aber, es war in dem Moment einfach irgendwie unpassend. Also ich hätte es gar nicht als zu persönlich gefunden, weil es waren jetzt einfach echt. Also nur von den Bildern könnte man jetzt nicht auf uns als Paar in irgendeiner Weise schließen. Aber es war eine echt coole Übung und es waren auch echt interessante Bilder dabei. Und wir haben eben dann beide vier Bilder ausgewählt und dann sollte der andere quasi überlegen, was der Partner bei dem Bild, das er ausgewählt hat, gedacht hat oder für was er stehen könnte und auch so ein bisschen, ob man das genauso sieht und einfach so, ja, ein bisschen drüber reden. Und was mich überrascht hat, war, dass mein Partner irgendwie sehr viel mehr positive Bilder ausgewählt hat als ich, obwohl es ihm gerade mit der Situation schlechter ging und er hat dann irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, er kann diesen Konflikt da nicht einbringen, da hat er die Therapeutin aber auch ein bisschen falsch verstanden. Ich habe das Gefühl, die verstehen sich generell manchmal nicht ganz, weil ich habe schon, also mein Partner sagt manchmal Sachen urkomisch und ich bin dann so, boah, sag endlich, was du meinst, du hast jetzt vier Sätze gesagt und du sagst einfach nichts, ja? Also das ist jetzt nicht in der Alltagskommunikation, aber halt, weiß ich nicht, bei so aufgeladenen Themen halt manchmal. Und sie sagt manchmal was und er versteht sie einfach nicht. Und für mich ist es so, hä, sie hat eine ganz deutliche Frage gestellt. Warum antwortest du auf irgendwas anderes oder warum verstehst du die Frage nicht? Ich weiß nicht, das irgendwie zeigt mir das dann einerseits positiv, dass die Probleme, die ich und er haben, nicht nur unsere Dynamik sind, sondern dass da echt irgendwie, dass es mit der Kommunikation der Grundsatz, die so ein bisschen hakt. Andererseits ist es natürlich bei so einer Übung ein bisschen blöd. Und er hat dann eigentlich sehr positive Sachen in unserer Beziehung aufgelegt und Sachen, die ihm einfach wichtig sind, die aber auch schon zu großen Teilen da sind. Während ich halt so ein bisschen dieses, ich habe so ein Bild aufgelegt, kennt ihr diese Spinnennetze, wo man raufklettern kann als Kind, die es in Parks gibt, die sind meistens bei uns zumindest rot. Und da ist so ein Foto, wo jemand in diesem Spinnennetz war und das fotografiert hat und von nahe ist es halt verschwommen und von weiter weg sieht man die Netze und die Verstrebungen halt irgendwie deutlicher. Das habe ich zum Beispiel gewählt, weil ich so das Gefühl hatte, okay, wenn ich so nah dran bin, ich kann keine wertvolle Perspektive bilden, das ist alles verschwommen. Ich brauche den Abstand, um auch nur kommunizieren zu können, was gerade mit mir los ist. Und wenn man mich emotional so extrem reinholt, dann bringt das nichts in dem Moment. Dann habe ich so ein Bild genommen von einem Mann, der so irgendwie so zwei Kabel, wo halt so obviously irgendwelche Hochspannungssachen gelaufen sind, so hält und der schon komplett schwarz war vor Asche und wo es halt gerade irgendwas in die Luft gesprengt hat. Und das war für mich halt so die explosive Situation, die es gerade gibt. Und dieser Typ, der das unbedingt dann weiter provozieren will, was in dem Moment halt mein Partner war, weil ich so gemerkt habe, okay, es ist eh schon alles explodiert, willst du, dass es noch schlimmer wird, so ein bisschen vom Gefühl einfach. Dann habe ich noch, was habe ich noch für Bilder genommen? Die anderen Bilder waren sehr positiv, das war einmal so eine Raupe und so Schmetterlinge, also die Entwicklung, die man gemeinsam macht. Dass die Raupe sich vielleicht auch fragt, wie machen die anderen Schmetterlinge das, weil bei anderen Paaren sehen die Sachen oft zu so leicht und zu so einfach aus. Das Bild habe ich genommen und ich überlege gerade, was das vierte war. Ich weiß es gar nicht. Aber auch irgendwas auf jeden Fall deutlich Positiveres. Und mein Partner hat witzigerweise irgendwie Boote genommen, also so Anker und Meermotiv und dieses einerseits gemeinsam im Hafen sein, andererseits trotzdem ist jeder für sich sein Boot. Dann noch so eine Art, ein Symbol, das ein bisschen wie eine Waage war, aber es gab eine tatsächliche Waage und das war also eher auch so maritim mit so einem Stein und zwei Steine, die auf den unterschiedlichen Seiten liegen und das ist so im Gleichgewicht quasi, aber auf einer Seite liegen trotzdem mehr Steine. Und das war eben auch für, dass es Ungleichheiten gibt und manche dieser Ungleichheiten sind gut, manche stören ihn aber und die hätte er halt gern anders. Dann hat er noch ein total liebes Bild genommen, wo zwei kleine Kinder mit einem Hund in einer Höhle sitzen und sich anlächeln. Und das zeigt einfach so dieses Vertrauen und diese Familie in unserer Beziehung, auch mit dem Hund eben, den ich gerade streichle da unten bei mir. Ja, genau. Und dann noch ein Mann, der mit überkreuzten Armen mit dem Kopf vor einer riesigen Tafel sitzt und da sind ganz viel so Formeln und weiß nicht was drauf und das, was halt einfach aussieht, das müsste das komplexeste Problem der Welt lösen. Das passt auch ein bisschen zu den Beziehungsthemen und da haben wir irgendwie sehr, sehr gut geredet. Und wir haben nicht direkt, also am Ende haben wir doch ein bisschen über das Problem gesprochen, aber nicht so ganz direkt, aber ich habe gemerkt, es hat für mich trotzdem so den Anstoß geboten, dass wir das in den letzten Tagen einfach so nicht klären konnten, aber wo ich einfach sagen konnte, so hey, ich verstehe jetzt, also warum ich nicht drüber reden kann. Also ich habe angefangen, Empathie mit mir selber zu entwickeln und zu schauen, hey, warum. Wieso ist es gerade überhaupt so? Hat meinem Partner kommuniziert, warum es bei dem Thema so ist? Haben wir dann auch gleichzeitig zeigen können, ja, grundsätzlich will ich auch eine Beziehung, wo man den anderen hören kann. Aber warum das in dem Punkt und bei dem Thema gerade nicht für mich geht und halt auch woran das liegt und dass es komplett verrückt wäre, wenn ich das gerade so super souverän rüberbringen würde und habe mir da auch ein bisschen selber die Schuld genommen, die ich mir schon, also den Druck, den ich mir gemacht habe, so hey, du willst in einer Beziehung arbeiten und dann schon bei der zweiten Stunde sagst du nein, du willst nicht drüber reden. Und das ist halt einfach so dieser Kompromiss zwischen
sich weiterentwickeln, aber auch auf sich hören und seine eigenen Grenzen beachten. Und allein, dass man das aussprechen konnte, hat schon geholfen, hatte ich das Gefühl. Und das ist eh gerade so ein bisschen mein Thema. Bei mir ist gerade in der Arbeit ganz viel los und ich habe das Gefühl, ich ziehe aus der Arbeit gerade enorm viel. Ich habe auch zu einer Kollegin von mir gesagt, so, wow, es klingt so blöd, aber ich bin so froh, dass ich gerade die Arbeit habe, weil ich wüsste sonst echt nicht, was ich machen soll. Und sie so, nein, es klingt überhaupt nicht blöd, es geht dir genauso. Und trotzdem ist es anstrengend und es zieht viel und die Kinder fordern viel irgendwo, aber ich gebe es auch gerne und das ist was, was ich geben kann und da fühle ich mich sicher. Und dann habe ich auch gemerkt, wie sein kann, dass Leute so lange in diesem Job sind und den Job auch gut machen, aber in ihrem Privatleben die Sachen nicht auf die Reihe bekommen, weil du hast irgendwo tiefe Verbindungen, du holst sie auch viel, gleichzeitig gibst du natürlich auch noch deutlich mehr, aber es ist irgendwie sicher. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo dann Sachen grob schief gehen, die dich sehr prägen, aber so grundsätzlich ist die Gefahr viel, viel kleiner als in jeder anderen zwischenmenschlichen Beziehung. Und ich glaube, das verleitet auch sehr daran, seine eigenen Themen so ein bisschen liegen zu lassen. Das ist nicht gut und trotzdem merke ich aber, okay, wenn ich von 8 in der Früh bis fast 13 Uhr gearbeitet habe am nächsten Tag und dann habe ich auch noch Supervision, ich komme in Supervision und es ist gut, weil die Wände sind so quasi unten und ich steige direkt ein, aber wirklich über meine Arbeit reden will ich natürlich auch nicht. Schwierig wird es dann für mich auch an den Stellen, also das ist die einzige Stelle, wo es mich wirklich auch belastet, wo sich Arbeit und Privates so ein bisschen vermischt. Einerseits durch einen Kollegen, der gegangen ist, andererseits aber auch durch Themen, die einfach ähnlich sind. Und da hatte ich in den letzten Tagen auch so viel das Thema, wie authentisch bin ich eigentlich, wenn ich gewisse Sachen predige, die ich selber nicht mache? Und wie viel Persönliches kann und will ich teilen und hilft das eher oder ist das zu viel schon oder gebe ich da irgendwas aus der Hand, was nicht gut ist? Und grundsätzlich bin ich ein Fan davon, sich zu zeigen und habe auch keine Angst davor, mich zu zeigen mit meinen ganzen Themen. Aber ich möchte natürlich auch, dass ich die Informationen, die ich weitergebe, bis zu einem gewissen Grad noch unter Kontrolle habe. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen ist halt nicht immer klar, wie Sachen ankommen und ob man Sachen so rüberbringt, wie man sie rüberbringen will. Und wenn ich was Pädagogisches nicht so rüberbringe, wie ich es rüberbringen will, ist das schade. Aber wenn es was Persönliches ist, vor allem was Wichtiges, das irgendwo Schaden anrichten könnte, sage ich fast, dann ist das natürlich eine schwierige Situation. Und die Kinder tragen gerade auch ganz viel Veränderung, Abschied, schwierige Gefühle mit sich. Und ich begleite gerne. Ich habe auch das Gefühl, ich kann was anbieten, was nicht jeder anbieten kann. Aber ich merke auch, dass ich selber gerade mir auch mehr holen müsste. Und dann schaffe ich es manchmal nicht, mir die Unterstützung zu holen, die ich bräuchte, weil ich weiß nicht, früher war ich so jemand, der sich dann ein bisschen nicht in Beziehungen gestürzt hat, aber in so tiefe Verbindungen und gerade schließe ich so eine Verbindung ab und merke aber, ich habe gar keine Lust, eine neue aufzumachen. Also ich habe so ein bisschen mit meiner Ex-Freundin geschrieben die letzten Tage und habe gemerkt, was mir das für einen Hype auch irgendwie so gegeben hat, so ein bisschen dieser Kontakt, weil es wieder diese Energie da war und wir verstehen uns eigentlich total gut. Aber es hat einfach überhaupt keinen Sinn und ich habe gemerkt, okay, wir lenken uns beide einfach nur ab und eigentlich ist es keine Verbindung, in der ich mich wertgeschätzt fühle, weil sie kommt dann mit ihren Problemen so quasi und ich kann meine Probleme halt nacherzählen, aber es ist halt nicht dasselbe, wie wenn sie wirklich da wäre. Und da habe ich auch gemerkt, ich hätte auch andere Freunde fragen können. Teilweise habe ich so ein bisschen Leuten geschrieben, aber eigentlich. Also ich habe mich dann auch, als es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging, bei jemandem gemeldet, aber auch einfach nicht gesagt, dass es mir wirklich schlecht geht oder so. Und ich habe gemerkt, okay, ich bin jetzt so gewohnt mittlerweile, das mit mir alleine auszumachen. Ich bin so ein bisschen ins Gegenteil gekippt. Und einerseits ist das gut, weil ich merke, ich kann mich auf mich verlassen und darauf ziehe ich irgendwo, also daraus ziehe ich Selbstbewusstsein. So bescheuert es einfach klingt, ja. Ich ziehe Selbstbewusstsein daraus, dass ich mehrere Abende, auch Tage am Stück, wenn es mir scheiße geht, mich um mich selber kümmern kann. Und es läuft zwar nicht immer super, aber es ist okay. Und die Welt stürzt nicht ein, ja. Das ist was Gutes, aber ich merke da auch, ich lebe so ein bisschen in meiner Blase, flüchte mich in gewisse Sachen. Ich sabotiere mich zum Beispiel selber, ich mache Therapie zu Tagen aus, wo ich dann doch Arbeit habe. Ich vergesse meinen Kalender immer, wenn ich mir sowas ausmachen sollte. Also da merke ich, da meide ich die Beziehung, weil ich mir das sehr viel abholen könnte und sogar auch müsste. Und die letzten Male, als ich dort war, hat meine Therapeutin sehr viel von sich erzählt oder wir haben auch über andere Themen gesprochen. Und am Ende der letzten Stunde war sie schon so, und wann machen wir wieder was Psychotherapeutisches? Ich war so, ha, keine Ahnung. Und das ist jetzt 2 Wochen oder über 2 Wochen her, weil dann habe ich eben mir Termine so gelegt, dass ich sie immer absagen oder verschieben musste. Und das ist für mich jetzt so ein ganz deutliches Zeichen von, da passt was nicht. Und wenn ich dann Zeit mit Freunden verbringe und irgendwie connecte, dann merke ich schon, wie stark das ist und dass ich auch von der Erinnerung dann auch irgendwie sehr zehren kann.
Und es sind jetzt so ein paar Sachen in den nächsten paar Wochen, vor denen ich ein bisschen Angst habe. Und da ist mein Geburtstag halt so das große Gegenstück, das, wo ich mich einfach so richtig freue. Und ich weiß nicht, da muss ich so viel Ängste trotzdem noch überwinden, weil mein Geburtstag ist für mich halt echt ein schwieriges Thema, weil ich weiß gar nicht, ob ich darüber jetzt reden will, aber ja, doch, ich glaube schon, weil ich, das ist gerade eh kein gescheites YouTube-Video, das ist mehr so eine, ich rede mit der Kamera-Session, weil ich gerade mit niemand anderem reden möchte. Jedenfalls an meinem Geburtstag melden sich halt immer viele Leute, von denen ich eigentlich nichts mehr wissen möchte. Viel Familie und ehemalige Beziehungen und das meistens ignoriere ich die Nachrichten oder schreibe einfach nur ganz kurz, hey, danke oder so zurück. Aber es ist halt trotzdem schwierig für mich. Ich mache jetzt das erste Mal seit ein paar Jahren wieder eine Party, weil davor habe ich ganz lange nichts getrunken oder wirklich im ganz engen Kreis gefeiert, weil meine Sozialphobie halt schon so groß war, dass es nicht möglich gewesen wäre mehr, ohne Alkohol, Drogen und so Leute einzuladen. Das hätte nicht funktioniert. Und letztes Jahr war ich dann in London, da ging es mir schon deutlich besser, aber da habe ich mich halt schon eher für den angstfreien Ausflug entschieden und da waren wir in Harry Potter Studios bei dieser Halloween Party und das war so richtig, richtig cool und das habe ich irgendwie auch gebraucht und dieses Jahr bin ich über Weihnachten weg, aber dafür wollte ich eben bewusst zu meinem Geburtstag da sein. Ich habe mir auch eine Woche freigenommen. Ich habe nur Team, also es ist wirklich so viel Zeit ohne die Arbeit, dann werde ich auch merken, dass ich einfach meine Kontakte von woanders beziehen muss und auch einfach gezwungen sein werde, mit Leuten in Kontakt zu gehen und einfach was anderes von mir zu geben, was nicht dieses Professionelle ist. Ich weiß auch noch nicht genau, wie es mir damit geht. Ich möchte meine Freunde mehr sehen und mich mehr zu ihnen verbunden fühlen. Ich habe auch gemerkt, ich versuche seit einer Woche eine WhatsApp-Gruppe für meinen Geburtstag zu erstellen und es fällt mir so schwer, weil mir diese Nachricht da reinzuschreiben so schwer fällt. Das ist so, das werden wahrscheinlich nur ganz wenige Leute verstehen können, aber das ist für mich was, was einfach sehr, sehr, sehr angstbesetzt ist. Und ich will es unbedingt schaffen und ich freue mich trotzdem auf meinen Geburtstag, aber diese Sachen sind es, die mir so enorm Angst machen. Und ja, da arbeite ich gerade halt so weit es mir möglich ist mit meinen Ressourcen halt dran und trotzdem freue ich mich einfach sehr. Ich freue mich auch sehr, dass unser Hund wieder bei uns ist. Der war ein paar Wochen nicht da und ich habe sie sehr vermisst und habe gemerkt, dass mir da Stabilität fehlt. Und auf irgendwas sollte ich noch hinaus. Ich weiß schon, und zwar hatte ich ganz stark in meinem Kopf, dass ich irgendwie immer die bin, die sich meldet und Leute sich nicht bei mir melden und wenn ich mich bei niemandem melden würde, dann hätte ich ja gar keine Freunde mehr und ich gehe immer allen auf die Nerven und es ist so dieses, diese Message, oh, du bist so kompliziert, du bist so anstrengend, du willst zu viel, was du zu sagen hast, interessiert eh niemanden. Also so richtig diese blöden Botschaften, die ich eigentlich schon zu einem weiten Grad aus meinem Kopf eliminiert hatte, hatte ich gehofft. Und dann habe ich darüber nachgedacht und war wirklich so richtig bescheuert, wie so ein kleines Kind, das seine Freunde an den Fingern abzählt, habe ich abgezählt, bei was für Leuten das der Fall ist und bei was für Leuten nicht. Und ich bin einfach echt drauf gekommen, es sind so wenige Leute, bei denen das der Fall ist. Die meisten meiner Freunde melden sich ähnlich viel bei mir, wie ich bei ihnen. Ich habe noch eine Freundin, die grundsätzlich eher schlecht mit Nachrichten und so ist. Und da schreibe ich von der Regelmäßigkeit her wahrscheinlich öfters mal was. Aber wenn sie sich dann meldet, dann halt gleich mit einer Voice Message und so voll herzlich und so. Und ansonsten ist mir aufgefallen, ist es wirklich dieser eine Abschied, der gerade schwierig für mich ist, wo mir die Person einfach das Gefühl gibt, okay, sie muss alles komplett entwerten, damit sie diesen Abschied bewältigt und das tut halt enorm weh und es ist halt schwierig, es nicht auf mich zu beziehen. Und also auch wirklich, wo eine Feier ist, wo ich nicht eingeladen bin und so richtig Arsch-Sachen halt einfach. Und das andere ist auch eher was, ich weiß nicht, mein Spusi so quasi und der ist halt auch irgendwie so leicht unavailable und da habe ich halt das Gefühl, okay, mein Boscha ist halt wirklich nicht auf Freunde bezogen. Und mittlerweile zum Glück, da habe ich sehr hart aussortiert. Ich habe fast mein gesamtes Umfeld ausgetauscht. Das bezieht sich echt nur noch auf diese Art von Verbindungen. Und eigentlich ist es nicht viel, weil ich habe viele Freunde, die sich regelmäßig bei mir melden und die mir, nachdem wir uns getroffen haben, auch so schreiben, so, hey, es war voll schön mit dir und so. Und das ist mir urwichtig, weil ich brauche so Botschaften einfach, wo ich mir auch ein bisschen Körperliches abholen kann und einfach eine Umarmung oder irgendwie eine Hand mal haben kann, ohne dass es komisch ist. Und ich habe einen super zuverlässigen Partner, der mir zwar im Alltag oft das Gefühl gibt, dass ich nervig bin, aber sobald ich das sage, mir wieder ein gutes Gefühl gibt, einfach weil, ja, Leben ist halt stressig und so. Und man kann einem anderen Menschen, wenn man zusammen wohnt, nicht permanent das Gefühl geben, gewollt zu sein. Das ist ja irgendwo auch mein Job. Aber grundsätzlich habe ich echt viele Menschen in meinem Leben, die sich bei mir melden und mir das Gefühl geben, ich belaste sie nicht. Und diese ein, zwei, auf die ich mich dann konzentriere, wo ich das Gefühl habe, ich bin die, die sich meldet, die sollte ich aus meinem Leben einfach streichen und das mache ich gerade, beziehungsweise das machen sie eh auch selber, weil ganz ehrlich,
wenn du Kontakt zu mir willst, dann wirst du dich melden. Und ich hatte immer so Angst, oh mein Gott, wenn ich dem nachgehe, dann stehe ich am Ende alleine da. Und die Wahrheit ist, nein, ich stehe nicht alleine da. Ich muss nur meinen Personengeschmack akzeptieren, dass dann gewisse Leute, die ich total interessant finde, nicht in meinem Leben sein werden, weil diese interessanten Leute, dieses Interessante ist halt manchmal einfach diese Nichtverfügbarkeit und das ist halt bei mir so ein alter Trigger und das ist irgendwie so obvious und trotzdem flüchte ich mich halt in so ein Konstrukt, wo ich dann wieder auf diesem Level bin, keiner mag mich und so. Und es ist okay, dass man auch so Phasen hat, wo man mehr das Negative sieht, aber ich habe beschlossen, ich nehme mir die Zeit für den Abschied und ich bin traurig, wenn ich traurig sein muss. Und ich finde es zwar blöd, dass ich gerade keinen Sport machen kann, aber auf der anderen Seite, die Zeit, die ich dadurch gewinne, sollte ich vielleicht auch irgendwie nutzen, sei es durch Uni-Sachen schreiben oder halt auch einfach durch Pseudo-mir-selbst-helfe-Videos wie jetzt gerade und einfach so ein bisschen zu mir finden und wieder das Positivere sehen, weil eigentlich ist da so viel Positives, ich muss es nur sehen, ja. Also, wenn ihr bis zum Ende von diesem Messi-Video durchgehalten habt, dann freut mich das sehr und es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir irgendwie in die Kommentare schreibt, wo ihr relaten könnt oder wo vielleicht auch weniger und was ihr euch so dazu denkt. Und ja, voll. Das ist gerade so ein Video, das ich echt nur für mich mache und das ist irgendwie voll schön, aber wenn euch wirklich diese Paartherapie mehr interessiert, dazu werde ich auf jeden Fall mehr machen und dann hoffentlich habt ihr euch nur den Anfang angeschaut und dann einfach weggedrückt. Ja, danke fürs Zuschauen.